Nur wenige Menschen erkennen, dass die Farben leben. Eine lebendige, atmende Spezies. Mit einem Körper, der hauptsächlich aus Wasser und Photonen besteht. Ihre Leuchtkraft sorgt dafür, dass die Kreatur eine gewaltige Menge an Energie abgeben muss. Der hohe Stoffwechsel erfordert ständige Nahrungsaufnahme, um ihren unstillbaren Hunger zu sättigen. Die Farben haben sich zu einem der tödlichsten Räuber der Natur entwickelt. Ihre Hauptnahrungsquelle befindet sich im Wald der Astralinsel. Die vom Aussterben bedrohten Spinch. Das Fleisch eines ausgewachsenen Spinchs ist, oh, das war zu schnell, weil die gummiartig wird und nach Metall schmeckt, aber die jungen Spinch erhalten wertvolle Nährstoffe und schmecken frisch. Deswegen ist der Spinch über die Jahre so aggressiv geworden. Um das zu beschützen, was er liebt, muss er zerstören. Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zum heutigen Let's Test. Und zwar wollen wir uns Spinch anschauen. Keine Ahnung, worum es geht. Es war bunt, es sah aus wie in meinem Kopf. Ich musste es unbedingt einmal antesten. Ich weiß nicht, ob es in Richtung Jump'n'Run geht oder in Richtung Puzzler, aber ich denke mal irgendwas in die Richtung. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen uns an, was das Spiel zu bieten hat. Ja, neues Spiel. Oh ja. Okay, sieht aus wie ein Jump'n'Run und wir sind anscheinend ein Spinch. Cousin Spinch. Ein psychedelischer Sturm zieht auf. Okay, such deine Babys, bringe sie in Sicherheit. Ich habe hier ein paar Farben rumschleichen sehen. Viel Glück. Ah ja. Checkpunkt. Oh, schöne Übersetzung. Können wir hier rein? Okay. Ja, mache ich ja. Und jetzt? Was ist mit rechter Taste gemeint? Wir sprinten noch so. Okay. In die andere Richtung müssen wir nicht, aber wie kommen wir denn jetzt über das Wasser? Drücke die rechte Taste, um zu sprinten, und dann steht da ein L. Ich denke, da fehlt gerade die Übersetzung. Deswegen müssen wir jetzt einmal ein bisschen testen, ob wir irgendwo so einen Power Jump haben oder so. Nein, das wollte ich nicht. Steuerung passiert nichts. Auf Alt passiert nichts. Auf Q nicht, auf E nicht. Bei Leertaste ist springen. Wir können aber auch keinen Doppeljump machen oder sowas. Okay, wir können aber Bäume hoch. Das hilft uns hier aber nicht, oder? Nein. Wie machen wir das? Gerade ein bisschen überfragt. Okay. Kann auch nicht Escape drücken. Sehr schön, danke Spiel. Kriege ich noch irgendeinen Tipp? Drücke die rechte Taste, um zu sprinten. Frustriert jetzt gerade. Kann ich mit der Maus irgendwas machen? Ne, die Maus zeigt gar keine Reaktion, also es wird rein über die Tastatur gesteuert. Ich möchte doch jetzt hier nicht eine halbe Stunde lang. Ne. Es ist wirklich die Taste L. Okay. Wir hatten es fast.
Okay. Probiert mich hier alles umzubringen. Drücke die rechte Taste, um zu sprinten. Okay, und wieder L. Okay, die L-Taste ist sehr, sehr wichtig. Okay, okay, okay. So. Oh, und da sind die Babys. Okay, verstanden. Okay, die Taste L ist elementar. Ich weiß auch nicht, wie man auf L kommt, aber... Was passiert jetzt? Oh nein, die bösen Farben. Was? Hat das Ding jetzt unsere Babys verputzt? Wie brutal. Wow. Ich bin gerade sehr geflasht, was die Farben angeht. Aber gut, immerhin kennen wir jetzt die Steuerung. Und haben wir Gegner, können wir die bekämpfen. Können wir da drauf springen? Ja, ich muss es eigentlich einmal probieren. Ja, können wir. Ach, wie schön. Das ist ein bisschen wie Super Mario. Bloß auf Crack. Ach, links oben habe ich auch... Okay. Es sieht schon sehr strange aus, oder? Was ist das für ein Bakterium da in dem Kasten? Oh. Wer bist du? Er sah nicht gesund aus. Nein! Nein! Das war sehr schlecht. Aber gut. Wir sind in der Findungsphase. Oh Gott. Das war so mega vermeidbar. Aber ich bin ganz ehrlich so... Ah. Jump'n'Runs mit der Tastatur zu spielen, ist nicht meine Welt, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich lieber einen Controller in der Hand. Nein, nein! Oh. Aber es ist wirklich kreativ gestaltet, also das ist Indie. Na, schon wieder dieselbe Stelle. Wie doof ist das denn? Was ist denn jetzt passiert? Immer davon aus, es ist wie der Stern bei Super Mario. Ah ja, das war quasi einmal frei irgendwas berühren. So. Oh, und da haben wir wieder eins von unseren Kindern. Sehr gut. Und ich glaube, wir müssen drei sammeln, wenn ich das richtig sehe, oder? Okay, ein Checkpoint. Dann brauchen wir wieder... Hey, warum schießt du auf uns? Was? Okay. Okay. Nein! Nein!
Ah, ich habe gerade bemerkt, dass da eine Zeit abläuft. Beziehungsweise, dass da... Oh. Kennt ihr noch die Cartoon-Serie Real Monsters oder Are Real Monsters? Bisschen erinnert mich das da dran. Wo lief das, glaube ich? Ich glaube auf Nickelodeon damals. Ist so ein 90er-Ding gewesen. Komme ich da irgendwie hoch? Ah ja. Wieder den Power Jump. Ja, da ist Timing alles. Wenn man da ein bisschen zu früh abspringt, dann hat man verloren. Und ich glaube, hier ist das Levelende. Oder? Yay! Ist ja gar nicht mal so unerfolgreich, was wir hier machen. Wir können jetzt rüber zu Sacred Shift. Okay. Egal. Die, ich nenne es mal Zuckerwürfel, brauchen wir nicht zwingend. Konzentriere mich mal mehr aufs Überleben. Okay. Wenn man sich auf die Farben konzentriert, dann ist das schon echt hypnotisch, muss man wirklich sagen. Es ist übrigens auch das erste Spiel, wo Farben böse sind, oder? Oh, da oben ist Mr. Ei. Komm und besuche mich im Bonuslevel. Ich helfe dir mit deiner Mission. Alles klar. Wir haben ein Bonuslevel freigespielt. Oh, stressig. Na Gott sei Dank haben wir so Assassin's Creed Moves. Und ich glaube, dieses Farbpanel... dürfen wir nicht berühren. Okay, da brauchen wir wieder Mr. Power Jump. Nein! Nein! Oh Gott. Das war sehr, sehr dumm. Also es ist gar nicht mal so leicht. Also ich hätte es mir jetzt einfacher vorgestellt. Aber gerade die Steuerung mit der Tastatur macht das echt kompliziert. Weil... Oh. Weil ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber er bremst ja nicht direkt. Sondern er rutscht immer noch ein kleines Stück weiter. Ich meine, das bringt ein bisschen Dynamik mit rein. Aber es ist natürlich schwierig, damit filigran irgendwo zu landen. Also an sich für zwischendurch ist das echt witzig gemacht. Und so einfach es gehalten ist, sieht extrem witzig aus. So. Boah. Noch Mist. Also
Also gefühlt, dieser Power Jump, der klappt nicht immer. Na komm her. Kleiner Schleimball. Seht ihr jetzt gerade, ich habe auch L gedrückt, aber der hat keinen Power Jump gemacht. Es wäre mal wieder Zeit für einen Checkpoint. Nein! Wie frustrierend ist das denn? Da war er! Oh, da war ich jetzt zu gierig. Okay, Gott sei Dank ist das nur ein Let's Test und nicht der Versuch, hier das Spiel durchzuspielen. Weil ich glaube, sonst würdet ihr mich schon alle verfluchen, aufgrund meiner mangelnden Jump-and-Run-Skills. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das Gerutsche ist so gnadenlos. Aber gut. Ich stand mit bei, dass es nicht einfach ist. Und ich würde sagen, damit haben sie auch nicht gelogen. Ach Mann, da war ich doch dran. Okay. Wäre schön, wenn wir das Level hier nochmal beenden würden. Dann können wir uns nämlich nochmal das Bonus-Level angucken, was uns versprochen wurde. Vielleicht kriegen wir dann ja irgendeinen Boni, das... Gott, ich glaube, wir werden es nie sehen. Niemals. Okay. Dann mal hin, so die Passagen, die man mal gemacht hat, die fluppen echt richtig gut. Also es ist ein Lerneffekt vorhanden. Wie gesagt, die Steuerung, da muss man sich echt dran gewöhnen. Okay. Warum klappt der Jump dann nicht? Oh. Ja, wie viele Versuche gebe ich mir noch? Ich weiß gar nicht, wie oft ich euch diese Passage jetzt hier schon gezeigt habe. Weil immer... Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich hab's jetzt. Also mache ich die ganze Zeit gar keine Power Jumps, sondern normale Jumps und ich aktiviere den gar nicht. Okay. Das ist auch eine Sache des Timings. Okay. Ja, da müsste das ja jetzt gleich eigentlich klappen. Ja, wenn man die Steuerung richtig anwendet, dann klappt es auch mit den Nachbarn, ne? Oder wie heißt das in einer bekannten Spülmaschine? Spülmaschinenmittelwerbung. Oh, oh, nein! Aber immerhin, immerhin. Okay, hier brauche ich keinen Powerjump.
Da rutsche ich nur zu weit mit. Ein schönes Feature ist einfach, dass man sehr, sehr viele Leben hat und ich glaube, es sind unendlich, oder? Nein. Das wäre jetzt so dämlich gewesen. Hallo? So? Ist nicht schlimm. Weil hier ist das Level zu Ende. Puh. Mal schauen. Das ist der Bonus. Den schauen wir uns nochmal an, würde ich sagen, in diesem letzten Test. Okay. Wenn man die Steuerung richtig anwendet, dann ist es leichter. Habe ich so für mich festgestellt. Und so für zwischendurch? Fange die Cousins. Fange 75% und du gewinnst. Okay. Achso. Ah, wie heißt das noch? Kennt ihr noch Game & Watch? Für den Gameboy? Game & Watch Gallery? Das waren so ähnliche Minispiele. Den dürfen wir nicht fangen. Okay. Den dürfen wir fangen. Das waren keine 75%. Ah, schade. Und wir können das auch nur einmal machen. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der herben Enttäuschung, schauen wir uns jetzt nur einmal hier nochmal das Level an. Wir gehen da mal rein, ob da irgendwie nochmal ein Unterschied ist. Wake up Worms. Okay, ich glaube nicht. Das blaue Ding da, was mich beobachtet, das... Ich wurde gerade von einem monströsen Liebesapparat getötet. Da ist wieder einer. Okay. Das sieht so falsch aus. Oh Gott. Ich kann den auch nicht irgendwie Feuer auslösen. Was? Okay, es wird auf jeden Fall noch verrückter, meine Freunde. Aber ich würde vorschlagen, das findet ihr selber heraus. Ich finde, so viel zwischendurch kann man das mal ganz gut spielen. Und wenn man mit der Steuerung klargekommen ist, ich gehe mal davon aus, ihr seid da alle talentierter als ich, dann macht das auch durchaus Spaß. Das ist ein nettes Jump'n'Run für zwischendurch mit überaus verrückten Farben. Und doch, ist gut gemacht, also Chapeau. So wie ich es verstanden habe, ist das ja ein einzelner Entwickler gewesen und dafür ist das echt, echt schick. Ich verlinke euch mal den Link zu dem Spiel wie immer in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal gucken. Das ist der Steam-Link. Wenn es euch gefällt, dann holt es euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Test. Macht's gut. Ciao.